Dann gehen wir weiter zum Match. Wir lassen einfach bei 3 Runden. Und das war, musst du steuerungstechnisch irgendwas umstellen für dich? Oder? Nö. Nee, dann auch mit. Ich mag es auch mit mit R1 und R2 für die, weil ich mag keine harten Moves auf L1 haben, weil dann beim Super Nintendo musst du das machen. Das ist auch ungünstig, ja, ja. Es ist einfach sehr ungünstig, das hier zu machen. Du kannst, mach mal auf Zufall die Welt. Und dann können wir hier ein bisschen so aussuchen. Ja, das sind die 16 Charaktere, die von Anfang an freigeschaltet sind. Du hast hier an den Ecken die neuen. Du hast hier Rashid, Laura an der Seite. Du hast hier Fang und Nikali. Und hier noch ist, wir haben dann die zurückkehrenden Leute, wie eben Karin oder Rainbow Mika, die bisher noch lange nicht dabei sind. Birdie, der ist jetzt fett geworden, weil er zu viel bei Karin gefuttert hat die ganze Zeit. Ja, lass uns einfach mal ein Match machen erstmal, ne? Zufall. Aha! 70 Kilo Profi-Wrestlerin und der Großteil davon hier Philosophie. Oben. Philosophie, Vorlieben und Training. Und Sachertorte. Ach nee, das war Hitomi aus Hitomi, der Hitomi, ja. Ihr Hobby Sachertorte. Vielleicht weiß der Chat ja Bescheid, wer ist denn eigentlich die Kollegin von Mika? War die schon in einem der alten Spiele dabei? Weil ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, die irgendwo mal einen spielbaren Charakter gesehen zu haben. Aus Rumble Roses wahrscheinlich. So. Autsch! Oh oh! Ah! Du und deine Tag Team Moves hier. Ach, da war der Arschklatscher. Der Hadouken Charge. Guck mal, da genau, da hat er jetzt einen Feuerball, glaube ich, mit so einem elektrischen Effekt hinterher geworfen. Ja, du kannst ein bisschen aufladen, den Hadouken. Also wenn ich dann den V-Trigger angeschaltet habe, kann ich mit Schlagtaste gedrückt halten, den nochmal ein bisschen aufladen und dann erst loslassen. Ja. Oh. Gleich was war das hier? Attitude Adjustment oder was? Ah! Oh. Oh, knapp. Arsch ins Gesicht. Das war arschknapp sozusagen, ne? Arschknapp, ja. Was ist denn da? Das ist ein Bollywood-Poster? Ja, du siehst ja auch, dass die fahren Bollywood-technisch, das ist wahrscheinlich die Dalsim-Stage. Yeah, Eternal Ganga. Ja. Yeah. Vorsicht, Danger-Zug. Ja? Damit man sich ja nicht im Poster da verguckt und vom Zug überrollt wird. Oh, oh, jetzt macht er mich platt. Jetzt macht mich der Gregor platt. Oh, ah. Perfekt! Guck mal, wie die da auch tanzen im Hintergrund. Ja, echt, guck mal. Das ist toll, ne? Richtig schön, super 3D animiert. Das meinte ich, siehst du, diese markanten Gesichtszüge. Ein bisschen jetzt älter, reifer und sowas. Und die Sprüche. Okay, dann geht's zurück zur Charakter-Stage-Auswahl. Mal ein bisschen rumprobieren. Ja, ich habe mit Ryu und Ken ein bisschen gespielt, mit Cammy. Mhm. Ich hatte gestern noch mal ein bisschen gerne vorher trainieren wollen, weil die meisten haben dann noch mal einen Tag zwei oder machen einfach zufällig die Arena. Aber ich habe leider nicht so viel trainieren können, wie ich wollte, weil ich noch die ganzen Videos und Event vorbereiten musste. Und letzten Endes habe ich also maximal eine halbe Stunde vorher gespielt. Macht ja nichts. Vor dem Event. Aber ja, ich bin leider in der ersten Runde dann ja auch nicht ganz so gut weitergekommen. Immerhin habe ich gegen den späteren Champion eine Runde gewonnen. Das zeigt doch was. Das ist ja schon mal was.
Aber wenn du nicht weißt natürlich, wie die Moves oder wie die Moves von den Gegnern kommen und wie du sie vernünftig blocken und auskontern kannst, dann bist du natürlich angeschissen. Karin mit ihrem patentierten Hand davor halten. Die hat immer noch dieses Outfit, dieses Catsuit-Outfit an. Oh ja, es war knapp. Das war knapp. Knapp wird's. Ja, Karin hatte ein bisschen so diese Follow-up-Kombos, dass sie, bist du so wie Yang oder so, ne? Springst hin, machst noch einen Punch, noch einen Punch, noch einen Punch. Ja, auch im Hintergrund, ne? Hier, die Werbetafeln, die du da kaputt machen kannst. Ja, wenn du hier den Kampf mit dem Super Special beendest, dann schmeißt du den Gegner in den Bus rein und der fährt weg. Ist auch sehr lustig. Muss man aber erstmal die Gelegenheit natürlich bekommen. Zur Auswahl, ja. Werden eben, wie schon erwähnt, noch weitere Sachen freigeschaltet. Nächsten Monat kommt dann Alex, der erste Kämpfer. Ich kann es noch nicht absehen, Leute, eben wie viel man von diesem Fight Money gewinnen muss oder wie man das dann bekommt für verschiedene Sachen, damit man das dann gegen Charaktere und alles austauschen kann. Wahrscheinlich muss man sehr lange kämpfen, damit man Charaktere so freispielen kann. Oder du kaufst dir diesen Season Pass. Alter, Sandier. Spaß muss sein. Der wackelt. Ja, Kosakentanz. Achso, ich dachte, da steht Koksen. Wrestling und Kosakentanz. Wrestling und Koksen, genau. Diese Muskeln, ey. Er hat auch richtig mehr zugelegt hier. Ja, ne? Also es sind alle immer breiter, breiter, breiter und breiter. Die ganze Zeit. So viel Anabolika gespritzt. Ah. Siehst du dann, wenn du die mittleren Tasten drückst, das ist sozusagen, damit kannst du echt gut blocken, pass auf. Ich mach dir mal ein Hadouken und versuch das mal. Siehst du? Ne? Aber also, er verliert ein bisschen Energieleistung. Er verliert ein bisschen, aber du kriegst ein bisschen wieder zu. Siehst du? Ja, warte mal. So, aber solange ich dich nicht haue, dann geht es wieder zurück. Also du hast im Endeffekt nichts verloren damit. So, ich müsste jetzt im Follow-up dir noch mal ein paar Sachen dann reinhauen. Guck mal, der trainiert er jetzt ganz gut jetzt, indem er mich als Prügelknabe missbraucht. Boah. Boah, knapp. Boah. Wie knapp? Ich bin derjenige, der weniger hier. Knapp. Der Move hat knapp erwischt, meine ich. Ah, verdammt! Arschbrecher! Ah, Atomic Drop, ey. Boah, Spinning. Sehr gut. Ah, da bist du da.
Ah, knapp. Das war gut. Eieieiei. Guck mal, jetzt hat er hier ein schwarzes Oberteil an. Ja. Erst die Hose, jetzt das Oberteil. Ich verstehe das alles nicht. Ken macht immer hier Designwechsel hier. Ja, also Stage-Auswahl wieder hin. Ken schreckliche Bananenfrisur mit einer Wehens. Ja, der hat jetzt irgendwie die Haare, die da vorne sind. In manchen Bildern sehen sie aus, als ob er Bananen auf dem Kopf hat. Naja, genau. Er hat da so einen kleinen Mini-Zopf gemacht und vorne hat er sie. Nein, nicht nochmal. Nee, nee. Ich glaube, mit Beißen habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Wir können gerne nochmal wechseln, wenn du willst. Nochmal mit Karin. Vorlieben, Weltherrschaft. Natürlich. Ja, genau. Wollen wir die Charaktere nochmal wechseln? Ja, können wir machen. Alles klar. Und da hinten der Bär, ey. Ja, mit Akuma da. Warte mal. Die tanzen. Ach nee, ich glaube, du musst das machen als Player 1. Dann muss ich das, ja? Ja, ah, genau. Ja. Ja. Du kannst ruhig dein Beißen nehmen, dann nehme ich das Gegenstück. Darf Chani den Hintern versuchen? Mahatma beißen. Mahatma beißen, Mahatma, genau. Mahatma Pech, Mahatma, Mahatma beißen. Mahatma Pech, Mahatma Glück, Mahatma beißen. Okay. Ey, wie sieht's hier mit dem blauen aus? Oh, schade. Also ja, es gibt ja so diese ganz alternativen Outfits, wie sie in ihrem Polizeioutfit mit anderer Frisur, aber das sind auch Sachen, die entweder über den Season Pass kommen oder die dann separat freischalten muss. Die man wahrscheinlich freischalten muss, so ja. Durch diverse, wie bei Dead or Life. Vorlieben, Crepe, Obst, westliche Süßigkeiten, mag sie. Mhm. Gewicht geheim. Das war schon immer bei ihr. Ja, mit ihren dicken Hüften. Schon damals bei genau. Die bärbräutigen Hüften. Guck mal, da ist wirklich so ein SS-Staffel. So klar, ist ja auch alles. Shadowloo-Staffel meinst du? Ja, Shadowloo-Staffel. Ist er. Gut, planieren. Was kann er denn überhaupt? Okay, was kann er noch? Oh. Guck mal, er ist auch älter geworden, er hat graue Haare. Ja, er hat graue Haare, ja. Oh, wie langsam der ist auf einmal. Der kann doch teleportieren, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wie seine Moves gehen. Oh! Oh! Das war ein guter Finish. Okay, super. Das war super. So, was passiert jetzt noch? Ja, nicht mehr. Nee. Das ist nicht mehr. Da sind Kens Bananenhaare übrigens. Genau. Gut, Mr. Toucan. Brasilianische Level, ne? Ja, das ist Lauras Level. Autsch. Oh. Ich kann das auch. Ach ja. Autsch! Mit Psycho-Power haben. Boah, kann ich erwischen. Guck mal, ich habe auch. Mein V-Trigger heißt V-Reversal. Weil er wahrscheinlich ein Counter-Move hier ist. Brutal! Polizeigewalt! Ich bin das Gegenteil von Polizei. Ich weiß. Gewalt gegen die Polizei hier. Aber nicht in deinem Staat. Ah, da hättest du mich jetzt voll erwischen können. Ja, ich wusste noch nicht, was das Ding macht. Siehst du da oben, ist das so eine Art Pokal? Ganz ja, oben am Berg? Ja, ist der Weltmeisterschaftspokal, aber ist ein bisschen falsch in Brasilien. Ja, glaube ich auch. Solange da 7:1 für Deutschland drauf steht, ist ja alles okay. Ich werde im Hintergrund, das sind die Favelas, weißt du? Ja, das soll es ja, denke ich mal. Das soll ja wohl Rio sein mit den Favelas. Du musst auch aufpassen, dass Max Payne da nicht gerade noch rumläuft. Ja.
Wow. Immer noch den Dreiecksprung drauf. Ja, verdammt. Ja, mit Beißen kann ich nichts. Er hat sich auch ganz geändert. Er hat nicht mehr diesen Psycho-Crusher jetzt. Ja, Psycho-Crusher ist eigentlich, du automatisch, normalerweise, ich sofort. Berührung da, Psycho-Crusher, aber komm nicht raus. Komm nicht raus. Ich hab eine Psycho-Blockade. Psycho-Blocker. Psycho-Crusher. Klingt wie so ein neue Psychopharmaka, so ein Psychoblocker. Ja. Sie sind krank im Kopf? Psychoblocker! Ja. Ja, dann warte mal. Mach mal Rashid hier. Rashid. Lustigen Spaß machen mit Rashid. Mal Rashid gegen Nikali, mal ein bisschen neu hier. Ja, genau. Nikali sieht ein bisschen mehr so aus, als sollte er bei Turok mitspielen. Ich weiß nur nicht, ob als Dinosaurier oder als Hauptdarsteller. Turok. Achso, weil es im Chat nochmal gefragt wird, wir haben uns vorhin ein bisschen verquatscht, als wir über Street Fighter gesprochen haben, deshalb machen wir heute ein bisschen länger, damit wir noch ein bisschen Street Fighter spielen können. Also, Viertelstunde denke ich mal mindestens noch. Boah, mit den ganzen Gesichtskratzer. Sind das jetzt Bemalungen oder sind das Kratzer bei ihm? Irgendwelche Narben? Ja, vielleicht hat er zu viel Power. Der ist auch so voll der Aladdin-Verschnitt, ne? Bisschen so wendig. Also meinst du, ja? Der Rashid hier, meine ich. Für mich kommt er ein bisschen so vor, er soll so wie El Fuerte oder so sein, ne? Also so, ja, genau. So, ein bisschen so schnell immer die Rollen dann so beim... Ich bin schnell wie der Wind. Aha, hier. Oh. Juhu! Juhu! Na, das ist jetzt so sein Bildermodus da, ne? Ja. Der Beast-Modus. Beast-Mode. Ah! Ja, dann treiben wir mal die Flausen aus dem Kopf. Flausen. Die roten Flausen. Aha. Die Kopfflausen. Das ist die Läusepolizei aus Arabien. Oh. Und der Kali scheint mir ein bisschen der kräftigere Typ zu sein. Ja. Der haut ordentlich rum. Er hat eben den Blanka-Style. Cool, wer ist denn da im Hintergrund? Ninja. So, ja. Also wir kommen einfach so abgeseilt da runter. Und da, guck mal, da oben hängt auch einer da oben, siehst du ihn? Alles rosane Ninjas. Über den Champagnerflaschen? Ja, stimmt. Naruto-Style, hängt da so ab. Kagebushi no Jutsu. Ja. Ja, das war Aladdin aus der Zauberflasche. Wow. K.O. Ich muss irgendwie an Iori denken. Ja, Iori? Wenn er da, ja, so Devil Iori. Devil Iori, genau. Wenn er dann diese wilde Verwandlung da hat. Da auch so rote, zottelige Haare und haut da wilde Moves da um sich. Mal die Champagnerflaschen, die hier im Hintergrund da. Du wirst bestimmt auch zerbrechen können. Nach einiger Zeit. Yeah! Jetzt yeah! Jetzt hat er mich erwischt. Wow. Berserk! Hier! Wolverine, ne? Berserk Rage. Ja. Boah. Ja, da wirklich schon ein bisschen die Blanka Moves, ne? Ja. Was macht der Bruder immer rum? Meine Trophäe hier. Ja, mit seiner Prinzenbrille hier. Prinz Rashid. Allein die Augen hier, ne? Voll gelb. Ja. Prinz Rashid. Mit der roten Hose. So.
Der hat eine rote Hose. Alle haben eine. Birdie, Longyear. Laura. Guck mal, ich mach mal einen Spaß mit Dalhassen. Willst du Dalsim? Okay, dann nehme ich mal Birdie. Mal sehen, was bei rumkommt. Dalsim, der knotet sich wirklich mit allen. Ja. Also, schau mal an, alleine hier im Menü. Was passiert denn da gerade? Namaste. Hat er überhaupt noch irgendwelche Knochen? Ja, nichts mehr. Von der Gummi. Vorlieben Curry-Meditation. Aber ich finde es schon cool hier. Langen Bart da, ne? Sieht ja richtig wie so ein Geist aus der Lampe aus, finde ich. Ja? Der Opa-Geist. Da ist er. Ja, ja, klar. Ich brauche nicht. Der hat doch keine Mami mehr. Ja. Der weiß gar nicht mehr, wo seine Mami ist. Ich hab dir gerade eine Bananenschale gesehen, du hast gesehen. Ja. Das ist ausgerutscht. Wie geil ist das denn, eine Bananenschale? Ups. Banane für dich. Ja, wirf mal Banane hier. Achso, ich kann sie essen und schmeißen, die Banane. Aha. So ein Umweltverschmutzer hier. Boah, Plauzenkraft. Aber richtig. Plauzenpower. Mit seinem Kammmesser hier. Ja. Komm hier! Fliegt mal eine Runde. Oh, er hat eine Peperoni gegessen. Boah, hier mein Blähbauch. Ah! Ah! Shit! Yoga Flame. Yoga Flame. Sprich mit der Hand. Guck mal, wie er sich am Hintern kratzt. Ein paar lustige Tricks zu machen. Ja, das Runterfliegen klappt irgendwie anders hier. Alles sich flach hingelegt. Hier muss ich aber mal gucken, was die Super Specials und alles sind. Er kratzt sich am Arsch die ganze Zeit. Donutfresser hier. Und riesen Donut. Alter, was passiert denn hier? Wo holt denn das alles her? Wo kommt das denn raus? Ich hoffe, das ist Schokolade, was da drauf ist. Ich hoffe, das hat er nicht sonst irgendwo rausgeholt. Nee, ey. Diese alte Sau. Also das ist wieder so ein Funny-Charakter hier, ne? Der, kein Wunder, dass er so dick ist, wenn er so viel Donuts isst. Ja, da muss man drauf aufpassen. So. Und dann nehmen wir mal Nash. Ja, nehmen wir mal Laura hier. Nash Poupash. Man könnte auch glauben, Laura wäre auch ein bisschen so eine Mischung von Sean. Ja. Aus Street Fighter. Ja, also die Dreads hat sie ja auch noch da, aber spielen tut sie natürlich komplett anders. Aber Charlie ist doch tot. Kommen wir jetzt mit ihm wieder spielen? Zombie Nash.
Aber ich finde, der ist echt cool, gelungen. Der ist echt Hammer. Mensch. Ja. Ich will eigentlich klassisch. Ist hier Alex, ne? Im Hintergrund. Da steht er schon, ja. Da steht er schon. In einem Monat kommt er vor und dann. Guck mal, das ist in New York unten, direkt vor der Wall Street. Da ist nämlich diese komische Bullenstatue. Ja. Ich glaube, der war das da, wo die Avengers da schon ihre Invasion dahinter sind. Zum Beispiel, ja. Also. Könnte man. Age of Ultron hier. Ja. Boah. Ja, das ist da, das ist diese Wurf-Moves da. Ja, wenn du mit vernünftig, du kannst auch. Ist es der. Ich glaube, der V-Skill, mittleren Schlag, mittleren Tritt, da macht sie diesen Sprung. Drück mal beide, dann macht sie diesen Sprung nach vorne. Oder? Einfach nur beide drücken, passiert da was? Genau, wenn du mich da erwischt, dann macht sie nämlich auch noch so einen Armbar noch dazu. Mhm. Oh! Erwischt! Oh. Ah, das hätte man schön zum Finish, zum Ende machen müssen. Er macht diesen Sprung grapsch im Kopf. Ah, knapp. Wow. Knappikowski. Und der trinkt seinen Kaffee dahinter. Warum braucht er eigentlich noch eine Brille? Ich glaube, das ist mehr ein Mode-Accessoire. Ja, glaube ich auch. So, wir sagen, ein Match können wir noch machen, ne? Mhm. Dann haben wir es auch mal gespielt. Du hast, welche Version hast du dir vorbestellt? Die PS4-Version, ne? Gibt ja auch auf dem PC dann drauf. Es kommt ja nächste Woche offiziell raus. Wenn wir noch mal ein bisschen mehr dazu featuren, kannst gerne zufalls Arena wieder wählen. So, gibt es denn welche, die wir überhaupt bisher noch nicht hatten? Ja. Wir haben fast alle. Soll ich mal Feng nehmen? Oder nimm mal Feng und nicht nimm mal Vega. Ich glaube, das sind die letzten, die wir noch überhaupt gar nicht hatten. Feng ist gar nicht mal so schlecht, aber der ist eben anders. Ne? Der hat immer so Flatter-Schmetterlings-Moves. Er mag die Zahl 2 und Lord Bison. Einer der vier Könige von Shadaloo ist er. Ist 2,22 Meter groß natürlich. Weil er die Zahl 2 mag. Ich glaube, der benutzt auch so Gift-Moves. Ja. Aber richtig so ein Faust mit Hasienko hier. Ja. Nee, Tau bye bye. Tau bye bye. Ja, das ist ja mehr. Das ist ja mehr Lau aus The Witcher Fighter. Ja, beide haben Reichweitenvorteil, ne? Ja. Ja, mit 2,22. Guck mal, siehst du, ich hab dich vergiftet. Was ist das denn? Der Taunt. Der Taunt, ja. Was ist denn das? Was ist das für ein Klumpen, was er da von sich weg? Nicht in meine Nähe. So ein Schleimklumpen, ey. Er hat immer noch da. Da sind Raketen geflippt. Ja, wir sind auch im Flugzeugträger noch, ne? Das ist der Shadowlo Carrier, oder wie? Ja, wir sehen ja die Shadowlo. Wir sehen, aber du triffst auch jedes Mal zweimal mit den normalen Kicks, ne?
Wir sehen auch die Shadaloo-Zeichen da hinten drauf. Und was sind das für fliegende Kanister? Oder? Keine Ahnung, irgendwelche Bojen oder so. Luftbojen. Immer noch. Von den langen Geräten hier, der Kerl. Ah! Ah, oh. Ich sehe Sternchen! Ah, oh. Verdammt, falsche Tasten gedrückt. Oh ja. Hup, 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 was war das denn? Er ist auch rumgeflogen wie so ein Vogel, ey. Guck, guck, guck. Knapp. Guck mal hier. Ah, da siehst war du? Ich hier, das ist doch hier, wie ist es nochmal? Wie Juli und Juri. Juli und Juri, ja. Genau, von Südvater Alpha, die seine weiblichen Elita-Killer-Truppe. Ja, ja. Und hier Cammy. Ne? Und Cammy, ja. Das gehört ja auch Cammy dazu. War ja so die. Von der Story her. Ja, dann haben wir alle Figuren einmal durch, auch mit Fang. Ja, Street Fighter 5 kommt bald offiziell raus, PS4 und PC. Und ja, wir werden es einfach in den nächsten Monaten immer wieder mal weiterspielen. Und dann kann man vielleicht auch mal was Vernünftiges mit den Charakteren zeigen. Auf jeden Fall, ja. So.